Ja, guten Tag. Heute zeige ich euch mal wieder eine schicke kleine Multistation, die man sehr einfach selber nachbauen kann und die wirklich sehr knifflig ist. Und zwar finden die Cager eine lustige Plastikdose. In dieser Plastikdose ist Styropor und außerdem noch sechs Pokerchips. Die Plastikdose ist natürlich mit Klebeband verschlossen, sodass man nicht rankommt. Man kann die Dose noch zusätzlich mit einem sehr starken Kleber verschließen. Und ja, die Aufgabe ist relativ einfach. Man muss so lange an der Dose rütteln, bis man die Zahlen auf den Pokerchips erkennen kann, um sie dann anschließend in eine Gleichung einzutragen. Am besten gelingt das, wenn man die Dose über den Kopf hält und dann einfach schön gepflegt ein wenig rüttelt. Anschließend hat man einen Muskelkater im Nacken und im Arm. Wem das zu anstrengend ist, der nimmt einfach einen Magneten und hält ihn über bzw. unter die Dose. Und da die meisten Pokerchips magnetisch sind, haften die dann an dem Magneten und noch einem kurzen Rütteln hin und her. Siehe da, sind die Pokerchips am oberen Ende und man kann sie, wenn man vorsichtig ist, dann auch lesen. Ihr könnt auch versuchen, andere Materialien zu verwenden, wie hier zum Beispiel Murmeln und Steine, aber Styropor hat sich als das bessere Material herausgestellt. Ja, das war's von mir. Ich sag tschö, bis zum nächsten Mal.